Alter, was geht ab, Leute, hier? Burger Time. In letzter Zeit sehr viele Burger, aber hier hinter mir, den Laden kennt ihr. Da gibt es ja, gute Smashburger und jeden Monat ein Special. Und das ist jetzt so unser Ding geworden, neben dem Döner des Monats, dass wir hier jeden Monat vorbeischauen und das Special testen. Wir sind wieder hier, Leute. Okay, so Leute, schauen wir mal. Also die Karte kennen wir schon, wie immer. Yes. Und das ist das November Special. In Kooperation mit Mr. München. Dazu haben die auch einen passenden Drink. Muss ich noch überlegen, ob ich mir den gönne. Aber den Burger gönnen wir uns auf jeden Fall. Genau, und auf Empfehlung des Mitarbeiters hier, genau, des Kollegen. Er hat mit uns empfohlen, dass wir Jalapenos drauf machen müssen. Und das werden wir auf jeden Fall mitprobieren. Okay. Und deswegen sind wir auch hier, also doppelt. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Neue Dubai-Schokolade Cream Cheese. Nicht Tiramisu wie bei dem anderen. Ja, Mann. Da bin ich sehr gespannt. Das schaut schon sehr, sehr gut aus. Die Drinks sind besser geworden, also wir hatten die auch beim ersten Mal. Richtig, der ist wirklich solide. Ja. Sehr, sehr gut. Richtig? Ja. Das ist der neue Monats-Special, Leute. Wir sind gespannt. Dann haben wir uns tatsächlich mal einen Salat gegönnt, Onion Rings, Kippchen und Truffle Fries. Alter, schau das mal an, Mann. Und schau mal. Junge, Mann, schau dir das an. So muss es ausschauen. Ja, dann kannst du dann direkt loslegen. Kannst du hier probieren. Das ist ja der mit Gorgonzola. Gorgonzola. Auf dem ist auch Barbecue-Soße. Okay. Mhm. Und der Dreck mit den Jalapenos zusammen. Mhm. Barbecue-Soße, Gorgonzola, Jalapenos und das geile Beef, das saftige. Mhm. Geil. Aber geil. Besser als oder schlechter als vom Sommer, der Special mit dem Trüffel. Boah. Weil der war schon heftig. Der war heftig. Schwer. Oh, schwer. Okay. Schwer. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin kein großer Gorgonzola-Fan, aber hier ist es geil in der Kombi. Oh. Ja. Oh. Das mit der Barbecue-Soße ist ends crazy. Das passt ends gut zusammen. Oh, okay. Das ist krass. Ich würde sagen, September war das Special von Munich Inside. Kuss geht raus an die Liebe. Das hat sie echt gut gemacht mit dem Trüffel-Special. Und letztes hat der ja erzählt, der Trüffel ging richtig gut ab. Leute verlangen, dass der Zöll kommt. Und jetzt haben wir den von Mr. München. Die kenne ich jetzt persönlich nicht, aber folgt den. Der ist auch sehr, sehr geil, ja. Ja, und weißt du, Gorgonzola ist ja normalerweise sehr, sehr stark vom Eigengeschmack. Mhm. Hier aber ist er nicht so extrem, er sticht nicht so stark hervor, er kommt so dezent drum raus, finde ich. Und mit, wie gesagt, sehr geil. Also haben die echt was Gutes sich wieder ausgedacht. Barbecue-Soße kommt auch da. Mhm. Oh, heftiger Burger. Echt stark. Gute Kruste. Ich habe nichts gesehen wegen dem Peter. Können die Onion Rings was? Die sind mit dieser, ich glaube, Sour Cream ist das. Sehr, sehr geil. Und die sind echt gut, Mann. Ja. Das könnten die besten Onion Rings meines Lebens sein. Die sind schon sehr, sehr hoch, ja, wer hoch wäre. Das ist schon sehr, sehr geil. Aber okay, ich hatte auch noch nicht so viele. Nicht? Okay. So Burger King. Ja, okay. Oh mein Gott. Ich finde Trüffel stärker, aber der ist auch extrem gut. Mhm. Also bisher machen die Specials sehr geil und auch ausgefallen und vielfältig. Man kann schon sagen eigentlich, von den Läden, wo wir bisher waren, ist das hier definitiv auch der kreativste, ne? Mhm. Jalapeno haben wir extra bestellt, Leute.
dann soll ich mal zu den Ribs gehen. Mach das. Okay, schon sehr, sehr gut aus. Was sagt er? Sind auf jeden Fall saftig und zart. Sind solide Ribs, kann man auf jeden Fall essen, finde ich sehr, sehr gut. Auch so, wie gesagt, für mich ist sehr wichtig, dass das Fleisch hart ist und nicht zu trocken ist. Die sind auch gut durchgegart und die sind wirklich zart. Also das ist das Wichtigste bei den Ribs, finde ich. Probier mal. Ich habe übrigens auch eine neue Favoritensoße. Und zwar die hier. Ist auch okay. Ja, die ist krass. Als Side-Dish, als Beilage perfekt. Ja. Aber also jetzt nicht so. Als Sättigungsbeilage, genau. Ja, kommst du jetzt nicht extra für nur die Ribs. Ja. Also für den großen Appetit ein Burger und die Ribs sind perfekt, Mann. Ja, das schon. Ja. Also, da habe ich die Onion Rings jetzt mehr umgehauen. Die sind stark. Die sind extrem gut. Jawohl. Leute, ihr habt doch diese Insider, dass wir die Werbung so bei anti-asiatischen Kommentaren erwischen. Was? Anti-asiatische Kommentare. Oh mein Gott, wieso denn? Schaut mal, hier kommen so Lieferanten vorbei. Den letzten hat er gegrüßt. Oh mein Gott, ist er noch auf. Der Asiate, der gerade kam, den hat er nicht gegrüßt. Oh mein Gott, ist er noch auf, du Scheiße. Aber man muss dazu sagen, er hat zuerst gegrüßt. Hat er das? Hat er. Achso, ja, das. Das hat er auf Kamera. Achso, ja, das. Eins Burger, zwei Onion Rings. Und drei auf jeden Fall. Drei Ribs, ja. Drei die Spare Ribs auf jeden Fall. Also, vier Pommes, fünf Salat, aber der Salat ist nicht schlecht jetzt. Der Salat ist super. Ja, schön zart. Ja, sehr, sehr gut wieder. Habt ihr wieder top performt. Ja. Ja, muss man nochmal sagen. Wir sagen auch schlechte Sachen, können wir auch mal gute sagen, oder? Ja, aber sicher doch. Smash steht da, Leute. Okay, interessant. Geh rein. Du kannst gerne rein, als erstes. Gehen wir mit dem Löffel rein, hören wir den uns den Knacks an. Ja, so, so muss sein. So, ja, so muss sein. Ja. Jawohl. Ich gebe es ganz runter, damit ich einmal alles habe. Es ist auch sehr schön geschichtet. Vom Biskuit zur Creme. Alter, so muss das ausschauen. Ja. Wir wollen nicht sagen, wo wir waren und bei wem wir waren, aber da hat es nicht so ausgeschaut. Boah. Das ist krass. Boah. Man muss, boah. Man muss erwähnen, Leute, das sind die letzten zwei, die wir haben wir heute jetzt bekommen. Das ist besser. Trotzdem auch großes Kompliment. Ja. Das ist besser als das von Wonderwaffel. Ja. Boah. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Die Creme ist hier besser. Das Künefe mit der Pistaziencreme. Es ist richtig geil crunchy. Bei Wonderwaffel ist auch schon sehr hoch, also sehr hoher Stand, aber das ist nochmal besser. Es ist ein kleineres Glas, es ist schön verpackt, es ist super, es schmeckt sehr, sehr gut. Aber das ist das Geld auf jeden Fall wert. Probier's mal. Das war wirklich genau, schau, dass du alles kriegst. Und schau beim ersten Biss, was für einen geilen Crunch du hast. Okay, wie ist deine Meinung? Es ist besser als Wonderwaffel, sag ich doch, Mann. Das ist die Nummer 1 Duba-Schokoladen-Dessert in München, Leute. Das ist echt die Nummer 1. Das.
haben die gut gemacht, ne? Gehen wir mal hier. Aber was ist jetzt der Unterschied von diesem, was war das, wie nennen die das hier? Ich hab vergessen, wie die es nennen. Also das ist ja kein Tiramisu und die anderen haben es Tiramisu. Nee, er hat doch, das hieß doch Dubai Chocolate Cheesecake, hieß es doch. In Cheese Cream. Dubai Chocolate Cheese Cream. Aber viele der Komponenten sind ja sehr ähnlich. Die Komponenten und die Schichtung ist gleich, ja. Aber wie die das jeweils umgesetzt haben. Also Biscuit kannst du nicht viel falsch machen, gehe ich jetzt von aus. Das Biscuit wird relativ gleich sein. Die Creme ist aber besser. Mhm. Ja. Die Creme ist besser. Ja. Das Künefe mit der Pistaziencreme ist richtig geil. Super crunchy. Ja. Und gut, oben die Schokolade war auch bei One of Us. Also One of Us wird es immer noch. Für Portion und das, was die haben, ist auch super solide, aber das ist geschmacklich Next Level, Mann. Das ist super umgesetzt. Also für mich bis jetzt das Allerbeste, was wir gegessen haben. In Sachen Dubai-Schokolade? In Sachen Dubai-Schokolade, ja. Ja. Ungewollt bin ich Ravenclaw. Im Herzen bin ich Hufflepuff, aber von meinen Charakterzügen her bin ich leider echt Ravenclaw. Übrigens, Leute, dieser Laden hier, den findet ihr auch auf Neotaste. Mit dem Rabattcode supersaftig 3M spart ihr euch 3 Monate. Demnächst auch ein krasses Weihnachtsgewinnspiel und Weihnachtsaktion. Aber ja. In dem Fall hier gibt es aber 2 für 1 Drinks, also keine Burger hier. Cocktails. Genau. Ja. Super lecker, alkoholfrei und mit Alkohol gibt es die. Und wir wollen vielleicht Vertriebler werden für Neotaste. Wir sind dabei, Leute. Da ist es, Leute. Dubai Chocolate Cream Cheese. Bist du bei Insta, oder? Ja, auch. Ja, TikTok. Ja. Danke. Ja. Ich versuch's, wir versuchen es. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ey, nicht schlecht. Von denen, die wir bisher hatten, Platz Nummer 1. Bro, war geil. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Kuss geht raus an Smash, Burger und Bar. Echt immer coole Angebote und momentan das stärkste Dubai-Dessert in München. Aber da ploppen immer mehr auf. Ich bin weiter auf der Jagd. Das war's von mir. Like, subscribe, kommentieren. Check die Videos auf mit mir auf Instagram, TikTok und meinem vergiss den Kanal. Tschüss, bis und ciao.